So, willkommen zurück hier zu Rise of the Tomb Raider 100% Run. Ich muss mir mal irgendwie eine neue Betonung ausdenken, das klingt irgendwie total doof. So, wir sind im gottlosen Tal bei der Hexenhöhle. Genau, hier haben wir ja die Tochter von der Baba Yaga-Hexe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Der haben wir ja hier geholfen, die Mutter zu retten. Die war ja irgendwie total durcheinander geworden von diesen Pollen, von diesem komischen Gift, was da verströmt wurde. Und ja, da haben wir noch sehr, sehr viel übersehen, wie man sieht. Wir haben hier noch, über 10 Dokumente. Nee, Quatsch. Wie viel sind das? Das sind 9 Dokumente, die wir noch brauchen. Noch 5 Überlebensverstecke, Reliquien und Herausforderungen haben wir auch noch nicht. Was ist das für eine? Können wir das irgendwie sehen? Nein. Müsste aber hier... Doch, normalerweise. Was ist das denn hier? Sind das diese Plattform? Ich glaube, ne? Gut, hier ist aber anscheinend nichts mehr. Also ich sehe da nichts mehr. Das müsste alles hier sein. So, Herausforderung. Über das Kuckucksnest. 1 von 10 Hängelaternen. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Genau. Gut, dann sind wir hier eigentlich fertig. Dann brauche ich hier gar nicht mehr sein. Dann würde ich sagen, reisen wir einfach oben ans nächste Lager. Und konnten wir mit der noch irgendwas machen eigentlich? Mal gerade gucken. Können wir mit der noch reden? Dieser Ort ist unglaublich. Hier wäre ich auch eingezogen. Ich weiß nicht so recht, was du für eine Vorstellung von schöner Wohnen hast, aber ich möchte dann, glaube ich, hier nicht wohnen. Aber naja, es bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich könnte auch mit der Gondel fahren, aber ganz ehrlich, wir wissen ja noch, die Gondel ist sehr, sehr langsam, also da fahre ich jetzt nicht mit. Das machen wir nicht. Das dauert mir zu lange. So, Schnellreise. Das ist dann... Das hier oben müsste das Lager sein, ne? Ich guck mal... Uah. Der zoomt aber ganz schön schnell ran. So, gerade gucken. Das müsste Tatsache hier oben sein. Genau, gottloses Tal, Schnellreise und los geht's. So, ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe mir hier ein bisschen Mate bereitgestellt hier nebenbei, weil ich so viel labern muss, damit ich nicht mal so einen trockenen Mund kriege. Ich hoffe nicht, dass man das hört, wenn ich trinke oder wenn man das hier, wenn ich mir was einschenke. Ne, das bitte ich dann zu entschuldigen. Ich werde das nicht extra rausschneiden, wenn es dann mal glückst hier nebenbei. Mir, dann ist das, weil ich mir etwas einschenke. Das bitte ich dann zu entschuldigen. So. Ach, hier steht noch. Jacob und die Quelle sind weg. Anna und Konstantin sind tot und die Trinity-Streitkräfte hier sind. So, das, den Rest lesen wir dann beim nächsten Mal. So, hier war das. Ah, ja, genau, ich weiß. Hier habe ich mich auch noch so über dieses tolle Konstrukt hier oben amüsiert. Naja, so mehr oder weniger. So, wo haben wir denn hier noch was? Ich muss mal gerade gucken. Hier unten haben wir diese Herausforderung mit dem Kuckucksnest. Relikte sollen hier auch noch sein. Aber wo? Die werden mir gar nicht angezeigt. Weil die habe ich doch schon, die Dokumente. Fehlt mir hier noch eine Karte vielleicht? Ich glaube, die Karten fehlen uns noch, ne? Wenn wir die Karten nicht haben, dann werden uns auch nicht die Verstecke angezeigt. Ich glaube, so ist das, ne? Weil die Dokumente jetzt hier, die müssten wir haben. Hier ist mir direkt links von mir, müsste eins sein. Oder es war eins. Das ist schon, das haben wir schon gelesen, ne? Hier müsste eins sein. Das haben wir aber schon abgefrühstückt. Ja, ich befürchte, dann ist das hier so, dass wir die Karte wahrscheinlich noch nicht haben von dem Gebiet hier. Weil die werden doch, soweit ich weiß, nicht angezeigt, ne? Die werden, glaube ich, nicht angezeigt. Dann müssen wir hier noch die Karte finden, sonst haben wir hier gar nicht... So, die Hexenlaternen müssen wir auf jeden Fall abschießen. Das machen wir mal. Ich weiß leider nicht mehr, wie die ausgesehen haben. Ich guck mal, ob ich das dann finde. Warte mal, wo ist das denn? Wo ist das denn gewesen? Da hinten. Da müssen wir doch da durchlaufen. Okay, dann war ich hier gar nicht so falsch. Hier hoch. Dann müssen wir tatsächlich hier hinten hin. Aber warte mal, hier geht's doch zu den Blüten, ne? Okay, alles klar. Ach, das ist... Ja, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. So, macht das uns jetzt noch was aus? Wir haben ja dieses Zeug genommen. Normalerweise... Nee, ne? Gut. Wir haben zwar ein bisschen bedrohliche Musik, aber ausmachen tut uns das nichts, Gott sei Dank. So, die Hexenlaterne. Ich muss hier schon mal ein bisschen gucken. Die hingen ja irgendwo oben runter. Was waren das denn nochmal für... Was war das denn nochmal gewesen? Ich weiß es leider nicht mehr. Boah, Gott sei Dank sieht es hier wieder anders aus. Ich meine, immer noch nicht schön, aber... Ne, ihr wisst ja, wer es gesehen hat. Wir hatten ja hier diese tollen Totenschädel, die einen dann angeguckt haben und auch verfolgt haben. Sowas finde ich immer ganz toll.
Das finde ich immer richtig super. Ja, ein Horrorspiel müssen wir auch noch machen, ich weiß. Ich will unbedingt mal ein Horrorspiel machen. Ich meine, wir hatten schon viele Spiele mit Horror, aber ich meine halt so eins, wo man dann keine Waffen hat und, und. Ich sag mal... Was war das? Ich sag mal, The Town of Light war jetzt auch Horror, aber ein bisschen anderer Horror. Es war jetzt ohne Jumpscares. Das ging eigentlich so einigermaßen. Da sind wir hergekommen. Hexenlaternen. Oje, oje. Ne, es kann auch sein, wenn ich jetzt eine Sache überhaupt gar nicht finde und mir, bevor ich mir einen Wolf suche, werde ich eine Lösung schauen, aber das sage ich euch vorher. Ne, das kann ich schon mal ankündigen. Also ihr werdet jetzt nicht von mir hier nochmal 100 Folgen präsentiert bekommen. Das auf gar keinen Fall. Also da könnt ihr beruhigt sein. Wenn wir irgendwas nicht finden oder ich irgendwas nicht finde, dann schaue ich in die Lösung. Aber ich versuche es natürlich erstmal so. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ne? Wir müssen da vorne durch den Felsspalt. Ich glaube, hier ist wirklich nichts mehr. Tja, diese Karten, wie gesagt, dann müssen wir die noch finden. Dann haben wir hier noch keine Karte gefunden, glaube ich. Dann haben wir hier noch keine Karte gefunden. So, wir müssen jetzt hier sein und da vorne. So, Hexenlaternen. Tja, ja. Sind die das? Ich glaube, es sind die, ne? Mal gucken. Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich wieder, wie die aussahen. Ach, guckt mal, wo wir hier sind. Ach, schaut mal, wo wir hier sind. Ich erinnere mich. Oh Gott, nein. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen, ganz ehrlich. Ich hoffe wirklich, dass wir nicht nochmal da hoch müssen. Ich hoffe es wirklich. So. Die werden nicht angezeigt, ne? Nee, werden sie nicht. Okay. Ich dachte, er zeigt dann an, hier habt ihr es runtergeschossen und da. Oh, da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Das müsste ein Münzversteck sein. Nee, es war Holz. Okay, war kein Münzversteck. Ich dachte, das wäre eins gewesen. Mal gerade schauen. Wird mir auch so nicht angezeigt. Was ist da noch? Überlebensversteck. Genau, so eins ist das. Okay, so. Hier vorne in dem Gebiet. Ich nehme mal an, dass da, wo das Herausforderungssymbol ist, dass in dem Gebiet auch die ganzen Sachen sind. Also die Laternen und, und. Yo. So, da geht's nicht runter. Ich guck mal, ich glaube... Ich weiß nicht, ich glaube, da oben mussten wir doch nur hin, weil wir da oben zu der Gondel mussten. Ich glaube, sonst müssten wir hier gar nicht hin, ne? Ich glaube nicht. Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich sag mal so, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ne? Ich denke nicht, dass wir hier noch irgendwie groß hin müssen. Ich hoffe es zumindest nicht. Ich muss mal gerade schauen. Ich wüsste auch nicht, wo noch die Hexenlaternen alle sein sollen. Wir müssen... Alter, wir müssen noch... Wie viele müssen wir davon noch? Noch 7 Stück? Boah. Weil das ist doch nur der kleine Abschnitt hier und da oben das. Ob hier unten vielleicht noch doch welche sind? Das könnte sein. Ne, das war ja da, wo wir gegen Baba Yaga dann gekämpft haben. Du großer Gott, ich will es nicht hoffen. Sonst müssen wir das hier nochmal machen. Ich will das hier eigentlich gar nicht nochmal machen. Oh, da oben ist noch eine, ne? Kriegen wir die? Ah, warte mal, da müsste ich hier... Ne, hat geklappt. 4 von 10. So. Ach, also ganz ehrlich, ich glaube, ich sehe die auch von hier. Und da oben ist doch direkt die Station mit der Seilbahn. Da könnten wir im Notfall ja auch einfach uns mit der Seilbahn hinbewegen und dann nochmal gucken gehen. Ich werde jetzt nicht... Ganz ehrlich, Leute, ich werde nicht nochmal hier hochgehen. Weil es ist wieder so eine Timing-Geschichte und das dauert mir zu lange. Wir gucken jetzt hier mal gerade, ob hier noch Laternen sind. Wenn nicht, gehe ich da vorne nochmal gucken. Und wenn da keine mehr sind, würde ich sagen, schauen wir oben nochmal bei Baba Yaga. Ich glaube allerdings, hier ist nichts mehr. Ich gucke jetzt mal hier. Hier vorne kamen wir ja noch hoch, ne? Ich glaube ja. Oder? Warte mal. Ich konnte doch von hier irgendwo hinklettern. Ich glaube da oben hin, ne? Gerade gucken. So, wir können doch irgendwie... Wie konnte ich nochmal den Steigklemmenantrieb benutzen? Ich weiß es gerade nicht mehr. So, ich will nur mal gucken, ob hier noch Laternen sind. Da ist nichts mehr. Da auch nicht. Da ist keine. Da ist die Bahnstation. Ich gucke mal gerade, ob bei der Bahnstation noch was hängt. Aber das sieht auch nicht so aus. Dann brauchen wir hier oben nämlich gar nicht mehr hin, wenn jetzt hier nichts ist. Nee, das ist, glaube ich, egal. So, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. Überleben wir das? Jo.
Bisschen verletzt haben wir uns, aber das geht. So, da oben ist nichts mehr. Ich guck gerade nochmal. Dann hängen die anderen Laternen wahrscheinlich da, wo gegen Baba Yaga gekämpft haben. Würde ich jetzt mal vermuten. Ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Ich weiß es halt nicht. Ist zwar ein bisschen anderes Gebiet, aber naja. Schau mal hier nochmal schnell. Aber da hatte ich ja das da oben. Das hatte ich ja gefunden. Dann müssten wir da wirklich wahrscheinlich nochmal zurück in die Hexen, die richtige Hexenhöhle. Weil hier haben wir jetzt einige abgeschossen. Da oben ist die Gondelfahren. Da. Okay, so, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir halt hier wieder durch. Okay. Dann schauen wir hier nochmal. Aber ich glaube, hier waren keine, ne? Ich glaube... Warum qualmt's denn da so? Oder waren wir das? Ich glaube, das waren wir. So, da ist noch... So ein Ding. Ich... Ach, nee. Ach, das ist der Schnee, der von da... Von runter geweht wird, von den... Bäumen. Ich dachte jetzt, da kommt irgendwas, was uns anatmet und dann direkt tötet. Aber wir haben ja hier zum Glück die Halluzinationen beseitigt. Das heißt, wir brauchen uns da keine Sorgen mehr machen. So, ich renne jetzt hier sicherheitshalber nochmal überall hin. Da oben geht's wieder raus. Aber ich glaube, hier waren keine Hexenlaternen mehr. Ich habe zumindest hier nichts mehr gesehen. Und da die ja brennen, würde man die auch sofort sehen. Okay, dann gehen wir doch nochmal hoch in die Höhle. Gucken wir nochmal da, weil die hängen sowas auch gerne mal oben in so Spalten rein, weil man, da guckt man nämlich nicht immer hin. Da hat man ruckzuck was übersehen. So, im Notfall fahre ich nochmal mit der Gondel, weil es könnte auch sein, dass man von der Gondel aus noch welche sieht. Das kann natürlich auch sein. Na, dass wenn man auf der Gondel steht, dann welche runterschießen kann, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich gucke jetzt hier nochmal. Hier waren ja auch noch ein paar Gänge. Aber ich glaube, hier ist so nichts mehr. Schön mit dem Regenbogen. So, Hexenlaternen, wo seid ihr? Kommt her, wo immer ihr seid. So, was war denn das hier nochmal? Oh, da sollte man nicht runter. Hier könnten natürlich auch noch welche hängen, ne? Wo bin ich denn hier gerade? Ach, hier bin ich, okay. Das gehört ja alles zu Baba Yaga, deswegen... Wer weiß, wo die Olle hier überall ihre Laternen aufgehängt hat. Ach, du großer Gott. Sollen wir da mal runter gucken gehen? Ich guck da mal. Dann waren wir wenigstens überall. Da können wir schwingen. Ah, das waren diese Silos, ne? Ich glaube, da war das Zeug drin oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Hey, okay. Oh, hier ist noch was. Ivan, ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Ich habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet, unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Ein guter Mann, das Dilemma der Gefangenen. Serafimas Schicksal war vom Zeitpunkt ihres Zusammentreffens eng mit dem von Ivan verknüpft. Genau, Serafima, so hieß die. Ne, diese Wissenschaftlerin, die dann hier rausgefunden hat, dass man hier ganz tolle Sachen mit diesen... Ja, mit diesen Pollen machen kann. So, da geht's runter. Alle hopp. Alter, okay, das war jetzt wirklich zu hoch. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, wo die da so viel, habe ich gedacht, wenn die das überlebt. Nein, habe ich nicht, ich habe gedacht, wir schaffen das. Ich gebe es ja zu. So, dann, ich glaube, da unten war aber nicht mehr so viel, oder? Hier geht es jetzt nämlich schon wieder, hier geht es zur Sowjetanlage. Da will ich ja noch nicht hin. Ich denke nämlich nicht, dass da noch Laternen hängen. Ich gehe nochmal hier vorne gucken. Guck nochmal hier vorne.
spring vielleicht jetzt mal ein bisschen vorsichtiger dort runter. So, mal gerade hier auf der Karte gucken. Das müsste jetzt... Genau, das war noch ein Dokument, was wir noch nicht hatten. Ich habe leider die Karte hier nicht gefunden. Das ist, glaube ich, unser Problem gerade. Weil wir die Karte nicht haben, kann ich nicht sagen, ob wir hier oder wo die Reliquien alle sind. Weil der das nicht anzeigt. Da können wir klettern. Können wir da rüberspringen? Schafft die das bestimmt, oder? Ach, das schafft Lara doch. Moment. Und hopp. Ach so, da ist ja Wasser. Okay. Alles gut. So, unter Wasser werden die wohl nicht sein. Ich glaube es zumindest nicht. Das denke ich nicht. Die brennen ja. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Irgendwo wird es ja hier rausgehen. Ich glaube, hier sind wir auch falsch. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Laternen finden. Wo geht's denn raus? Hier geht's raus. So, ich gucke jetzt von hier nochmal, ob wir hier noch Laternen sehen. Ich sehe aber keine. So, dann gehen wir hier wieder hoch. So. Hoppla. Wie gesagt, dann muss ich echt mal... Was machst du denn? Was macht die denn da? Keine Ahnung. Dann muss ich echt mal gucken, wie wir da... Wo wir noch welche finden. Ich habe, wie gesagt, die Vermutung in der Hexenhöhle, da wo wir gegen sie gekämpft haben, dass da noch was sein könnte. Haben wir hier noch was? Nee. Dass da tatsächlich noch was sein könnte. Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. So. Hopp. Nein, festhalten. Dankeschön. Weil hier, ganz ehrlich, nee. Ich meine, die waren natürlich für ihr Alter auch noch sehr agil und so. Die ist bestimmt überall hingeklettert. Aber ich wüsste nicht, wofür man hier Laternen aufhängen soll. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Hexenhöhle. Und schauen da nochmal. Hier gerade nochmal. Aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Da ist noch, das haben wir schon geplündert. Nee, ich glaube, ganz ehrlich, hier haben wir alles. Da ist nichts mehr. Das ist hier dieser Brunnen, dieser Deckel. Genau, den haben wir dann zugemacht und dann ist ja dieses Gas weggegangen. Und wir hatten wenige Halluzinationen. Und da oben ist auch nichts mehr. Gut, dann haben wir hier die Ecke. Dann brauchen wir hier nicht mehr hin. Also ich hoffe nicht, dass wir hier doch noch was übersehen haben. Hier, ich gucke auch immer mal hier an auf so Tischen, weil da liegen auch gerne mal so Karten. Warte mal. Da ist noch so ein Altar. Nee, das ist okay, das ist nichts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wirklich mal in die Hexenhöhle rein. Ich gucke gerade mal, da müssen wir... Das Problem ist, was ich damit halt habe, ist, dass das ein anderes... Es gehört zum selben Gebiet. Es gehört zum selben Gebiet. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, das müsste dann doch eventuell zusammenhängen. Das könnte doch zusammenhängen. So, mal gerade schauen. Dahin bitte. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist das, fängt das ja doch zusammen. Bei Teil 1 war das immer in dem jeweiligen einmarkierten Gebiet, also in das, was umrandet war. Hier weiß ich es allerdings nicht. Wir gehen einfach mal auf Nummer sicher. Indem wir jetzt in das andere Lager gehen und schauen da mal. Weil ich wüsste nicht, wo die vorher vorne noch sein sollen. Wir haben ja da jetzt wirklich alles fast gesehen. Außer natürlich mit der Gondel. Das werde ich dann auch noch ausprobieren, wenn man mit der Gondel fährt, ob wir da noch was sehen. Ne? Die können wir ja hier direkt benutzen, um wieder ins Tal zu fahren. Aber ich gucke jetzt erstmal hier nach Hexenlaternen. So, wo geht's denn da oben eigentlich noch hin? Geht's hier schon in die Höhle? Hier ist das. Ich guck mich einfach mal ein bisschen hier um. Jawohl, hier ist das. Wo wir gegen sie gekämpft haben, das sah natürlich während dem Kampf ganz anders aus, ihr erinnert euch. Na, das waren hier nicht diese komischen... Ja, das waren schwebende Plattformen. Plattformen vor allem. Aus Blättern. So, nee, ihr wisst ja, wie das ausgesehen hat. Das sah wirklich nicht so aus wie jetzt. So, wo geht's denn da hin? Waren wir hier schon? Da oben sind auch noch Blüten. Mal gucken, was uns hier noch so blüht. So. Moment. Ah, da können wir rüber. Da sind wir bestimmt noch nicht rübergeschwungen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.